Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Wir werden jetzt endlich von der Stelle aus weitermachen, wo ich die Schatten von Yharnam besiegt habe. Und jetzt finden wir mal heraus, was sich hier befindet. Oh. Ach so, ich war mir jetzt unsicher. Ist das jetzt eine Felswand oder Bäume? Nein, nein, es sind Bäume. Sehr nah beieinander stehende, einen bedrohlichen Pfad formende Bäume. Nachdem wir zwei optionale... What the fuck are you? Nachdem wir zwei optionale Areale abgeschlossen haben. Nämlich dieses komische Schloss. Und dieses Yharghul. Dieses versteckte Dorf. Yharghul. Stimmt, nicht Yharghul. Nicht Yharnam, sondern Yharghul. So. Nachdem wir die beiden abgeschlossen haben, kümmern wir uns jetzt hier um diesen Pfad. Oh, eine Lampe jetzt schon? Bergenworth. Ui. Darüber haben wir ja schon einiges gehört. Bergenworth. Huh. What the hell? Jetzt schon ein alter... What? Nicht euer Ernst. Ich kann mir jetzt schon einen alten Jäger rufen? Was zum Teufel? Ist das nicht ein kleines bisschen früh? Beschwöre Madaras Zwilling. Ha. Okay. Ich denke mal, hier fange ich an. Bam. Nice. Ja. Die Viecher sind easy. Wobei ich keine Ahnung habe, was passiert, wenn sie mich tatsächlich treffen sollten. Und ich hoffe, ich werde es sobald nicht rausfinden. Weg, weg, weg. Oh, Mann, ey. Richtige von einer Fliegenmutation befallene Menschen. Ach. Was haben wir denn hier? Von einem Gerät verschlossen. Und auf dieser Seite gibt es noch keinen Hebel. Naja, war ja abzusehen. Also den alten Jäger jetzt schon zu beschwören, wäre für mich persönlich ein kleines bisschen zu früh. Hi. Geh weg. Au, aua, aua. Geh weg runter von mir. Aua. Hör auf an mir zu knabbern. Oh. Ekelhaft. Ekelhaft. Hau ab. Oh, hat das fallen lassen? Quecksilberkugeln. Toll. Ich weiß nicht. Quecksilberkugeln sind für mich einfach nichts Lohnenswertes zum Aufsammeln. Keine Ahnung, warum das für mich... Vielleicht entdecke ich ja das Schießen noch einmal für mich wieder. Jetzt, wo ich eine Einhandwaffe mit mir führe. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen öfter mal meine Quecksilberkugeln benutzen. Dadurch bin ich ja immerhin in der Lage, den Gegner ab und zu am Angriff zu hindern. Ui, Arkansee. Was haben wir. Was ist das denn für eine schöne Rune? Da. Erhöht Arkanschadensreduktion. Ach. Ist okay. I guess. Okay. Ach so, das ist die. Ja. Das ist das Beschwörungszeichen. Was zur Hölle? Ein sehr weites Meer. Und da hinten sehe ich, wie sich irgendwas Riesiges bewegt. What the fuck? Was bist du? Du siehst mächtig aus. Weniger wie ein starker Gegner, sondern eher wie ein Boss. Oder du bist ein besonders starker neuer Gegner. Was ich stark bezweifeln möchte. What the f- Oh, hi. Na gut, dass ich nicht unten lang gegangen bin. Ich kümmere mich um die Viecher, bevor sie mir hinterherlaufen und mir noch Probleme bereiten. Nein, ach komm, ey. Den ersten ausgewichen, aber der zweite hat mich erwischt. Come on. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Leiste ist, die sich da füllt, aber ich glaube nicht, dass ich sie... dass ich erleben möchte, was passiert, wenn sie sich komplett füllt.
Das sollte lieber mal ein Geheimnis bleiben, das ich in dem Spiel nicht herausfinde. Weil ich ganz grob das Gefühl habe, what the fuck? Ja, ist klar, die schießt mit explosiven Feuerbällen. Was ist denn das überhaupt? Das sieht aus wie eine Mischung aus Haaren und einer Spinne und einem Tausendfüßler und noch mehr Haaren. What the fuck? Oh, Igitt! Du hast... Oh Gott. Du hast... Oh. Das Viech sieht aus wie... Ah, wie ist die, nochmal dieses, dieser Boss aus? Nein, die! Da! Pfui! Mich angekotzt. Das Viech sieht so aus wie dieser eine Boss aus Dark Souls 1. Wie hieß der nochmal? Der Kluftdrache? Auf jeden Fall der eklige Drache, den man in der Kanalisation bekämpft. Oh, ich steck fest. Doch nicht so ganz. Gott sei Dank. Puh. So, wunderbar. Erledigt. Puh. Und das Viech lässt nichts fallen? Och, Manno. Bei so einem stärkeren Gegner? Wow, großartigen Weisheit? Heißt das, ich kriege für das Ding noch mehr Einsicht als sonst? Ich meine, ich habe von dieser normalen Weisheit schon, glaube ich, total viele angesammelt, weil ich sie nie benutzt habe. Weil ich noch nie wirklich in Bedrängnis geraten bin, was Einsicht anging. Das war bei mir nie wirklich Mangelware. Bislang. So, Shortcut. Auch wenn ich mir denke, warum sollte ich jetzt schon einen Shortcut bekommen? Irgendwie wirkt es auf mich so, als ob dieses Gebiet ganz am Ende erst entwickelt worden ist. Weil wir kriegen eine Bosslampe und 5 Meter danach kriegen wir im nächsten Gebiet direkt die nächste Lampe. Dann laufen wir hier einmal rum, schalten eine Abkürzung frei. Das ist eher so Dark Souls 2 mäßig. Und weniger so, wie ich das Spiel bislang erlebt habe. Weniger Bloodborne mäßig. Was passiert, wenn ich auf den Schalter drücke? Ich weiß nicht. Soll ich es rausfinden? Ist es überhaupt ein Schalter? Nee. Sah danach aus. Irgendetwas läuft hier noch rum. Ich weiß nicht was, aber ich werde es wahrscheinlich gleich rausfinden. Was haben wir hier? Perlenschnecke. Oh, hi. Es ist ein Jäger. Es ist ein Jäger. Es ist ein... Yo, es ist ein starker Jäger. Es ist ein zaubernder Jäger. Böser Jäger. Böser Jäger. What the fuck? Was hat der jetzt gemacht? Aua. Was war das? Was hat er gemacht? Ah, nee, der ist in der Lage, diese Schlangen zu beschwören, wie die Iosefka. Aua, aua, nein, 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 nein. Aua, aua, nein, nein. Shit. Aua. Yo, mach das Ganze nochmal, ist klar. Alter, was ist das? Sprüht er mich ernsthaft mit irgendwas ein? Mistkerl. Komm schon. Yes. Erwischt. Puh. Nicer Kampf, aber ja. Sie ging einigermaßen. Sie hatte einiges drauf, aber man konnte dem ganzen Stuff einigermaßen gut ausweichen. So, das wäre ein weiterer Jäger und ein weiterer Shortcut. Warum auch immer. 2 Shortcuts hintereinander? Irgendwie verstehe ich das jetzt gerade überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil dieser Shortcut mir weitaus weniger bringt, als der, den ich da hinten freigeschaltet habe. Weil der Weg zu dieser Abkürzung ist deutlich länger als der dortige Weg. Ach, what? Noch einer? Noch ein alter Jäger? Come on. What? Jetzt... Jetzt bin ich wirklich überzeugt davon, das Gebiet wurde als allerletztes programmiert. What the hell? Schüleruniform. Aha. Oh, ich kann es kaum erwarten. Wieso? Schüleruniform zu tragen? Das letzte, was ich gedacht habe, was ich in Bloodborne finden würde, wäre eine Schüleruniform.
Uniform der Schüler von Bergenworth, einer ehemaligen Lehranstalt, umfasst einen dicken Umhang. Die heilende Kirche hat ihre Wurzeln in Bergenworth und lehnt sich daher stark an die Uniformgestaltung an. Dass der Schwerpunkt nicht auf Wissen oder Überlegung, sondern auf reiner Anmaßung liegt, würde Meister Willem zur Verzweiflung bringen, wenn er es wüsste. Und ich habe noch Schüler. Hosen gefunden? Oder was war das andere? Da, Schülerhose. Naja, nicht wirklich toll. Was können wir hier beschwören? Damian. Okay. Oh, da ist eine Notiz. Wenn der rote Mond tief steht, verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Bestie. Und wenn die Großartigen hinabsteigen, wird der Schoß mit einem Kind gesegnet. Aha, okay. Hier führt noch eine Leiter hoch. Was befindet sich im obersten Stockwerk? Noch ein Jäger. Oder Jägerin. Das war eine Jägerin, die ich bekämpft habe gerade. Boah, ey, wie hoch ist denn dieses Gebäude? Das gibt's ja gar nicht. Lunarium-Schlüssel. Okay. Und was ist das? Schlüssel zum Lunarium zum See Bergenworth Ebene 2. In seinen letzten Jahren genoss Meister Willem die Aussicht und den Schaukelstuhl, der dort für seine Meditation stand. Man sagt sich, dass er am Ende sein Geheimnis dem See überließ. Aha. Was zum... Dieses Gebäude ist mir viel zu hoch. Und was zum Teufel... hi. Noch so einer. Noch so ein Ding. Fuck off. So. Und was finden wir hier ganz oben in der Akademie von Bergenworth? Eine leere Trugbildhülle. Die bringt mir was genau? Ist das ein verbrauchbares Item? Oder benutzbares? Tatsächlich. Leere Hülle eines Wirbellosen, angeblich ein Vertrauter eines Großartigen. Die heilende Kirche hat viele Wirbellose entdeckt, oder Trugbilder, wie sie auch genannt werden. Hüllen mit Schleim enthalten immer noch arkane Kraft. Sie an Waffen zu reiben, durchdringt sie mit ihrer Stärke. Ew. Sie an Waffen reiben. Nee, danke. Ich werde an meiner Waffe nichts dran reiben. Upsala. Also das war's, schätze ich, von dem Gebäude. Soll ich mir tatsächlich zwei alte Jäger hier beschwören? Ich kann ja den hier in der Akademie und den da hinten ganz am Anfang beschwören. Die Frage ist nur, wann kommt denn bitteschön der Boss? Wo soll der Boss sein? Wow, hi. Aber nein. Nix da. Kein Futter für dich. Du kriegst nichts. Nein, nein. Weg, weg. Oh. Gott. So. Beruhigungsmittel. Ja, das brauche ich garantiert, nachdem ich diese krassen Viecher gesehen habe. Ja. So, jetzt die Frage. Wo geht's hier genau weiter? Ich sehe hier überall... Nur... Also, ich sehe hier nirgendwo einen Weg, wo es weitergehen könnte. Sehr merkwürdig. Okay, ich bin leicht verwirrt. Es wurde gesagt, dieser komische Master Willem soll angeblich so eine Art... Warum knarzt es, wenn ich hier lang gehe? Das klingt so, als ob ein Boot in der Nähe wäre, das nur darauf wartet, dass ich draufsteige. Was ist das denn da? Warum liegt hier ein Stock? Ach nee, das ist eine Ranke. Ist aber merkwürdig programmiert hier. Das wirkt eher wie ein Stock. Okay. Boah, mein Charakter ist ja ziemlich blutdurchtrunken. Blutdurchtränkt. Ist das bessere Wort an der Stelle. Ah, ich habe echt keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass dieser Meister Willem irgendwo seinen Schaukelstuhl hat, mit dessen Hilfe er,
keine Ahnung, entspannen kann, chillen, chillaxen, wie auch immer man es nennen möchte. Muss ich hier vielleicht mit irgendwas interagieren? Das wäre vielleicht so die letzte Idee, die ich hätte. Vielleicht hier oben mit dem Ding. Muss ich hier irgendetwas machen? Oh. Naja, ich kann aber da nicht wirklich rangehen. Muss ich das vielleicht abschießen oder? Was soll ich damit machen? Das sieht so aus, als wäre es interagierbar. Nope, bringt gar nichts. Soll ich da vielleicht draufhauen? Nope. Okay, ich habe ernsthaft gar keine Ahnung, was ich hier tun soll. Wenn ich es nicht von alleine herausfinde, muss ich tatsächlich einen Guide benutzen. Leider Gottes. Auch wenn ich das eigentlich gerne vermeiden würde bei dem Spiel, aber wenn ich sonst keinen anderen Weg finde... Yo, ich bin jetzt wieder in in Kanehurst, in dem Schloss zurück, weil mir gesagt wurde, dass ich bei der Frau, die hier am Ende sitzt, knien kann. Ich brauche dafür keine Geste. Ich muss schlichtweg an einer bestimmten Stelle X drücken, wurde mir gesagt, damit ich knie. Die Frage ist nur, wo genau? Kann ich überhaupt noch knien? Ah, hallo, knien. Okay. Besucher, mondduftender Jäger. Ich bin Annalise, Königin von Schloss Kanehurst. Oberhaupt der Ekelblüter und Erzfeindin der Kirche. Doch unser Volk wurde ermordet und wir sind eine Gefangene dieser elenden Maske. Was ist es, das ihr sucht? Ekelblutschwur leisten oder verlassen? Ich würde mal sagen, wir leisten den Schwur erst einmal. Ich meine, das war schon etwas blöd von mir. Ich dachte echt, ich müsste von da hinten schon knien. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass ich das mit der X-Taste machen müsste. Ich wollte mir das hier echt nicht verscherzen. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Ihr seid fürwahr ein seltsamer Jäger. Wir sind diese kläglichen Nächte leid. Ihr sollt unser Gelöbnis teilen und einen Eid gegen die Kirche schwören. Wenn ihr diesen Weg einschlagen wollt, dann labt euch an meinem scheußlichen Blut. Ekelblutschwur leisten, komm. Nehmt einen tiefen Schluck unseres Blutes. Oh. Spürt das Brennen der Verderbnis. Okay. Jetzt seid ihr ein echtes Ekelblut. Wir beiden sind die Letzten auf Erden. Korruption und Kanehurst-Abzeichen. Und Respektgeste. Blutsamen anbieten. Habe ich welche? Nö. Wir erwarten eure Rückkehr für die Ehre von Kanehurst. Okay. Gut. Was haben wir hier? Ungeöffnete Vorladung. Aha. Interessant. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Okay. Außerdem wurde mir nochmal gesagt, dass ich versuchen sollte, mit allen NPCs noch einmal zu reden, bevor ich in Bergenworth weitermache. Der Kollege will einfach nicht, dass ich irgendwelche geilen Sachen hier drinnen verpasse. Und er macht das, Gott sei Dank auch ohne mich zu spoilern. Der sagt einfach nur, ich würde an deiner Stelle noch dies und das vielleicht machen, bevor ich weitermache. Das ist ja okay.
Solange er mir halt nicht sagt, dies und das wird passieren, sobald du dorthin gehst, ist es ja vollkommen in Ordnung. Also, dann werde ich noch einmal zu der Kathedrale zurückkehren. Und dort noch einmal mit allen Charakteren reden. Dann müsste ich vielleicht noch einmal mit Alfred reden. Guck ich mal. Weil er hat mir auch gesagt, du solltest mit Alfred noch einmal reden. Nicht nur mit dem Rest der NPCs, sondern auch mit Alfred. Und den finde ich im Kathedralenbezirk in Richtung des verbotenen Waldes. Oh, hallo. Es tut mir leid, Schätzchen. Ich hab. Ach, die hat nichts Neues zu sagen. Die Frau hält sich aus irgendeinem Grund nicht mehr den Kopf. Bist du ja. Du bist früh zu Hause, mein Schatz. Ist Wow. irgendetwas passiert? Du kannst mir alles sagen. Deine Mutter bringt alles in Ordnung. Okay. Was ist los? Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Auch ich habe Nöte. Okay. Armes Ding. Aber keine Sorge. Das hier hilft dir, alles zu vergessen. Deine Sorgen, deine Nöte. Okay. Was gibt sie mir denn jetzt? Beruhigungsmittel. Tö. Was ist los, mein Schatz? Steckst du wieder in der Klemme? Ja. Aber kann das nicht deines. Gibt die mir jetzt echt total viel Beruhigungsmittel? aber was ist ein. Yo. Ist der. Ah, diesmal gibt sie mir Ist der nichts gut? mehr. Ja? Ist ja gut. Hab Geduld. Okay, ganz merkwürdig. Hallo? Habt ihr noch mal? Ja, würde ich gerne, aber ich habe schon eine Blutkur erhalten. Sorry. Okay, so, als nächstes sollte ich von der von wo aus muss ich noch mal loslaufen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube von der großen Kathedrale aus. In Richtung von der Hemwig-Knochenstraße. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich meine, dem wäre so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zu irgendeinem Wald. Am Eingang von irgendeinem Wald soll der Henrik sein. Ach ja, warte mal. Och, ich bin so doof. Natürlich. Verdammt. Ach. Ich habe den Alfred doch gesehen. Ich habe den Alfred gesehen. Der war doch am Anfang von dem verbotenen Wald. Jetzt erinnere ich mich gerade, verdammte Axt. Ach, ich bin so doof. Vom Kathedralenbezirk aus, glaube ich, komme ich am besten zu ihm. Das ist jetzt meine eigene Schuld. Warte mal, fuck. Verdammt, ich muss jetzt nochmal überlegen, wie komme ich noch einmal. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch, von da aus am besten. Passt schon. Alles gut. Ich habe jetzt nur gerade wieder den einen Weg im Kopf gehabt, den ich das erste Mal gegangen bin, fälschlicherweise, und dann bin ich an einem ganz anderen Ort rausgekommen. Ach, Moment mal, mit dem Kerl hier hinten haben wir noch gar nicht geredet. Man hört keinen Pieps mehr, in der ganzen Stadt nicht. Ich glaube nicht, dass da draußen noch jemand ist. Die Götter mögen uns schützen. Janem ist verloren. Eieiei. Und eine meiner Notizen wurde mit gut bewertet. Yay! Freut mich. Alles klar. Ich glaube, ich muss ja hier unten lang. Und aus irgendeinem Grund sind diese komischen Leute hier weg. Also diese Leute in ihren weißen
Anzügen mit ihren Laternen meistens. Die sind hier weg. Soll mich das jetzt beruhigen oder beunruhigen? Keine Ahnung. Sind die hier auch weg? Nein, hier sind sie. Noch da. Ja. Sind unfassbar leicht geworden, klar. Weil ich sehr stark geworden bin. So, ich meine, hier wäre es gewesen, oder? Oder? Oh, ich bin mir so unsicher. Ein verdammter Fluch! Wir wissen, wer schuld ist. Wir wissen, hallo. Ja. Oh. Ach, easy. Noch nicht mal der Kerl, der hier auf mich ballert, ist in der Lage, mich irgendwie zu erledigen. Ah ja. Verdammt. Ich glaube nicht. Das war irgendwo anders. Verdammt. Das war, glaube ich, irgendein Weg auf diesem runden Platz, den ich gehen musste. Ja, ja. Jetzt erinnere ich mich doch wieder. Ach. Gerade eben habe ich auch schon gesagt, ich erinnere mich und laufe natürlich wieder den falschen Weg lang. Super. Ich meine, das wäre hier irgendwo und einer dieser Riesenkerle steht noch davor, zu allem Überfluss. Ja, da hinten. Wecke ich ihn auf, wenn ich an ihm vorbeilaufe? Ja, ich wecke ihn auf. Tch. Aber der ist schon gar nicht mehr der Rede wert. Blutsteinscherbe, so. Du wirst mich nicht umarmen und mein Blut aussaugen, wie letztes Mal. So, hier irgendwo müsste Alfred sein. Ja, da ist er. Hi. Oh, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Über die verdorbenen Ekelblüter Vorladung überreichen? Fragezeichen, okay. Haben wir schon was über die erfahren? Zu seiner Zeit führte Meister Logarius seine Henker zu Schloss Kanehurst, um die Ekelblüter auszulöschen. Aber es gab Probleme. Und Meister Logarius wurde zu unserer Festung, die uns vor dem Bösen schützte. Tragische, tragische Zeiten, in denen Meister Logarius in den verfluchten Fängen der Ekelblüter im Stich gelassen wurde. Ich muss ihn befreien, damit sein Märtyrertum gebührend geehrt werden kann. Aha, und die Vorladung? Aha. Mach ich mal. Ist das das Siegel von Kanehurst? Ich habe von den Kanehurst-Adligen und ihren übertrieben pompösen Einladungen schon gehört. Wunderbar. Ich danke euch sehr. Ich werde sofort aufbrechen, aber nehmt zuerst dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ui, Ratjägerabzeichen und Kirchenverbeugung männlich. Ah, ich spüre das Wirken meines Meisters. Gelobt sei das gute Blut und lasst uns diese verschmutzten Straßen säubern. Okay. Es war mir eine Ehre. Lasst uns die und mögen. Alles klar. Also wird er sich jetzt nach Kanehurst begeben, um diese Ekelblüte auszulöschen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dann sollte ich vielleicht noch einmal zum Schloss zurückkehren. Wäre vielleicht eine gute Idee. Vielleicht treffe ich den ja dort wieder bei diesem Schloss, wo ich dieser Ekelblüterin beigetreten bin. Ich hoffe nur, dass er mich nicht angreift. Weil ich dem Eid beigetreten bin. Aber offiziell trage ich ja die Rune von denen nicht. Ich hoffe mal, dass sich da jetzt... dass sich der Kerl nicht auf mich stürzen wird. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich möchte Alfred nicht bekämpfen. War eigentlich ein guter Kerl. Er hat mir ja auch im Kampf gegen die bluthungrige Bestie geholfen. Was ich spitze fand. Hut ab. So, nee, Quatsch. Das müsste ja hier, glaube ich, sein.
Logarius Sitz. Ach, Moment. Dieser eine Boss, den wir getötet haben, der Märtyrer, hieß der Logarius? Das heißt, wir haben im Prinzip den Chef von dem Dingens getötet. Den Chef von ihm. Oi. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Das ist ziemlich tragisch, um ehrlich zu sein. So. Alfred? Meister, seht, oh. Ich habe es getan. Ich habe es getan. Ich habe diese verfluchte Sirene zu rosa Matsch zermalmt und zerquetscht. Oh. Ah, ihr dreckiges Monster. Was nützt euch jetzt die Unsterblichkeit? Versucht mal in diesem Zustand noch Ärger zu machen. Alles ist zerfleischt und verdreht. Das Innere ist außen und alle können es sehen. Wow. Okay, Alfred. Wow, warum hast du deine Waffe ausgerüstet? Alles okay? Ach, das ist eine Waffe! Das Rad? Ist eine Waffe? Seht euch das an. Krass. Dank euch habe ich es geschafft. Und? Ist das nicht großartig? Jetzt kann der Meister als wahrer Märtyrer heilig gesprochen werden. Okay. Ich habe es geschafft. Ja! Oh, krass. Der hat sie echt getötet. Oh, brüllen habe ich als Geste gekriegt, okay? Ich habe. Untersuchen. Königinfleisch. Es krümmt sich unheimlich. Und ich habe da noch Fleisch von mitgenommen. Warum? Was soll ich denn damit machen? Ist das hier irgendwo unter den Items? Ach Gott. Oh, Perlenschnecke, was ist das denn? Material für ein Ritual des heiligen Kelches. Von all den seltsamen Lebensformen, die in den Ecken und Winkeln des alten Labyrinths leben, sind die Schnecken ein Zeichen der zurückgelassenen Großartigen. Yay. Okay, seriously. Da. Überreste von Annalis, Blutkönigin von Kanehurst. Diese rosafarbene Masse Fleisch bleibt warm wie verflucht. Gegrüßt sei die unsterbliche Königin des Blutes. Oh Gott, ist das ekelhaft. Okay, das ist krass. Der Kerl hat auf jeden Fall keine Zeit verschwendet. Ist hier direkt durchgeburstet und hat sie erledigt. Mit einem Rad als Waffe? What the hell? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Auf jeden Fall krasser Kerl. Der Alfred. Respekt. Okay. Ich denke mal, das ist alles, was ich noch tun sollte, laut meinem Kollegen, bevor ich weiterhin mache in Bergenworth. Ich guck noch mal hier nach, ob sich irgendwelche neuen Sachen ergeben haben, die ich kaufen kann. Schikage? What the fuck? Fremdländische Waffe der königlichen Wachen der Annalise, Königin der Ekelblüter, im Schloss Kanehurst beschützen. Wenn die zarte gewellte Gravur, die die Schikage-Klinge umfasst, mit Blut benetzt wird, sinkt das Schwert in Scharlachrot. Allerdings verzerrt der Ritus die Essenz des Trägers selbst. Ah ja. Gewehrsperrpfahltreiber, Tonitrus, Logarius Rad. Waffe der Gruppe von Henkern unter Märtyrer Logarius. Damit wurden die Ekelblüter in Kanehurst erledigt. Badete in ihrem Blut und wurde von ihrem Zorn durchdrungen. Transformiere, um die Macht des Rades zu entfesseln und ihrem verweilenden Zorn brillant zu Gestalt zu geben. Ah ja. Evelyn? Können wir uns kaufen? Besondere Pistole von Kanehurst-Rittern benutzt? Haben wir die nicht schon? Ja, legt mehr Wert auf Blutfärbung. Haben wir schon. Okay, sonst noch was? Wow, Gold Ardeo, Kanehurst Helm, Rüstung. Wow. Kostet einiges an Seelen. Aber dann habe ich wenigstens auch wieder einen Grund zu farmen. Dann werde ich eventuell nach diesem Part ein bisschen Seelen farmen gehen. Also Blutechos farmen im Online-Koop. Ist hier noch irgendwas Neues? Oh, betäubender Nebel. Gibt es jetzt? Ansonsten gibt es nichts Neues. Schade. Für Einsicht leider nichts mehr.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, der Part ist jetzt lang genug, über eine halbe Stunde lang. Menschenskinder, das habe ich eigentlich nicht beabsichtigt. Aber, naja, ist jetzt halt so. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Oi, Kirchenverbeugung. Es ist mir wie immer eine Freude gewesen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Bloodborne, wo wir sehen werden, was sich in Bergenworth noch so alles verbirgt. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.